Von 9. Juli bis 11. September setzt die Stadt Kapfenberg auf Summer Vibes und plant ein buntes Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Konzerten und Live-Musik. Kapfenberg ist eine Stadt der Musik und mit dem Sommer kommt die Kultur, kommt die Musik, kommt das Lebensgefühl wieder ganz zurück in die Stadt. Wir haben einen langen Lockdown hinter uns und umso erfreulicher ist es jetzt, dass mit einem breiten Programm in der gesamten musikalischen Spannbreite von der Klassik bis zum Schwermetall hier wieder Musik gemacht wird in Kapfenberg. So kann man Bands und Solisten wie Jabberwocky, Raureif, Eva Morena Group, Thomas David, DJ Saxmania und viele mehr endlich wieder live erleben. Und auch die Musikschule Kapfenberg ist ein fester Bestandteil. Die Musikschule baut sich mehrfach ein. Wir versuchen auch ein bisschen unsere Bandbreite zu dokumentieren. Es geht von der Volksmusik los, am Schirmitz, auf der Festwiese. Es geht dann weiter in ein klassisches Konzert in den Rathaus Innenhof mit Kammerorchester der Musikschule und unserer Bediener Doktor als Flötistensolistin. Es geht dann weiter mit einem Blechbläserensemble im Redfeld und auch noch eine Jazz- bzw. Vokal-Jazz-Aktion hier am Lis-Görl-Platz. Als besonderes Highlight gibt es neben den bewährten Event-Locations auch sogenannte Picknickkonzerte in den Siedlungsgebieten. Picknickkonzerte sind natürlich eine Einladung an das Publikum, sich selber zu versorgen, mit Proviant sozusagen und mit Picknickdecke angerückt zu kommen und sich in die Wiese zu setzen oder mit dem Klappstuhl und das einfach zu genießen. Die Plätze sind ganz vielfältig, man muss es wirklich nachlesen, weil ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir haben so viele Plätze in Kapfenberg gefunden und haben gesagt, es lohnt sich wirklich, dort einmal zu konzertieren. Neben Konzerten kann man sich aber auch auf eine Vielzahl anderer kultureller Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen und das beliebte Sommerkino freuen. Und auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz. Die Kinder erwartet ein sehr tolles Programm beim Abschlussfest hier in Baschlug am Lis-Görgl-Platz. Wir haben Kindertheater, wir haben einen Kinderanimationsfilm, es gibt Spielefest mit Basteln, mit Schminken. Also alles, was dazugehört, alles, was Kinder gern haben. So kann der Sommer in der Stadt Kapfenberg Einzug halten.